Dr. Gunter Frank zu. Gewinne der Krankenhäuser Intensivbetten in der Corona-Zeit. Es gab halt verschiedene Anreizsysteme, Patienten schnell eine Covid-Diagnose zu geben. Speziell die Intensivmediziner haben große Schuld auf sich geladen, weil sie haben ständig Panik geschürt, obwohl sie wussten, dass die Intensivabteilungen leer stehen. Und das müsst ihr selber eingestehen, auch die Leute, die eventuell noch immer noch sagen, ey, das war doch gerechtfertigt und so. Guckt euch die alten Berichte nochmal an, wie heftig Angst geschürt wurde bei den Menschen. Auslastung sei ungewöhnlich hoch für den Sommer. Schauen Sie sich die Zahlen an, sind sie niedriger wie in den Vorjahren. Dann frage ich mich, wieso macht ihr den Menschen so viel Angst, wenn ihr wisst, dass wenn Menschen Angst haben, dass das Immunsystem geschwächt ist und dass sie anfälliger sind für Krankheiten? Frage ich mich einfach mal so. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, Liebe geht raus. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein. Wie immer live auf Twitch. Kommt gerne mal mit vorbei. Link unten natürlich in der Beschreibung. Supportet mich gerne auch auf Twitch. Ich muss sagen, YouTube macht immer mehr Faxen. Ja, immer mehr Videos von mir werden eingeschränkt, nicht monetarisiert und diese ganzen Geschichten. Deswegen unterstützt mich gerne auch auf anderen Plattformen wie Twitch. Kommt vorbei, lasst ein Sub da. Wäre ich euch auf jeden Fall dankbar. Und zwar heißt das Video Dr. Gunter Frank zu. Gewinne der Krankenhäuser Intensivbetten in der Corona-Zeit. Immer noch ein wichtiges und wildes Thema, wird immer mehr auch aufgearbeitet und in der Öffentlichkeit angesprochen. Und wir reagieren natürlich auch immer noch auf diese Geschichten, weil da einfach Dinge passiert sind, die so nicht okay waren. Und ich will, dass viele Menschen einfach anfangen aufzuwachen und zu sehen, was in dieser Zeit eigentlich wirklich passiert ist. Und ja, Mann, dafür will ich meine Reichweite nutzen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben, Kanal abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Peter. Let's go. Peter, den Mann, Alter, wo ist die Kamera, Bro? Where you at, man? Da sind wir doch. Schauen wir mal kurz in die Krankenhäuser rein. Was ist da eigentlich passiert? Wir hatten trotz Unterbelegung, wie gesagt, 16%, haben die Krankenhäuser 2020 91 Milliarden erhalten. Und das sind 11 Milliarden mehr als 2019. Obwohl sie, das ist eine Steigerung der Einnahmen von 14%, obwohl sie 13% weniger Fälle hatten. Das ist krass, Bro. Und ich weiß noch, wie da die miese Propaganda auch reingekickt ist, wo die uns weismachen wollten, dass die Krankenhäuser überlaufen und dass viel mehr Menschen in die Krankenhäuser kommen als je zuvor und dass Menschen gerade unendlich wegsterben, Digi, und dass wir da unbedingt aufpassen müssen und so. Und im Nachhinein kommen dann diese Zahlen raus, Freunde, ja. Gutes Geschäft. Wie kommt das? Krass, Mann, Alter, einfach 11 Milliarden. Boah. Ja, es gab halt verschiedene Anreizsysteme, Patienten schnell eine Covid-Diagnose zu geben. Wegen verknacksten Knöchel ins Krankenhaus, positiver Test. Der Test ist immer bei einem bestimmten Prozentsatz positiv. Das sind die Falsch-Positiv-Rate, ist immer so. Das hat der Wodak ja auch gesagt, dass dieser PCR-Test ja auch nicht hundertprozentig war, ne? Dass da sogar auch die Fehlerquote extrem hoch war. Und dann hieß es, ja, bleiben Sie mal 2 Tage da zur Beobachtung. Da kriegt ihr das Krankenhaus neben der normalen Abrechnung zusätzlich 5.000 bis 10.000 Euro obendrauf. Krass. Und derjenige wurde als Covid-Patient gemeldet. Und. Und von wem kam das Geld? Lass mich raten. Vom Steuerzahler, wa? Ach man, Kinders. Also wir können davon ausgehen, dass 2020 im Herbst, Winter, bestimmt 20-30% der gemeldeten Covid-Patienten nicht Covid hatten. Ich würde sagen, im darauffolgenden Jahr 50% und dann seit Omikron 80-90% hatten kein Covid, hatten nur einen positiven Test. Die Helios-Kliniken... Heftig, ne? Wenn du siehst, wie viel Geld damit im Hintergrund gemacht wurde. Bei so vielen verschiedenen Leuten, Pharmaindustrieleute, also die ganzen Impfstoffhersteller haben extrem viel Kohle gemacht. Krankenhäuser wurden zugeschüttet mit Geld und konnten heftige Abrechnungen machen, weil die alle als Covid-Patienten deklariert haben. So. Also da gibt es sehr viele Menschen im Hintergrund, die durch diese Covid-Zeit reich geworden sind und ihr Reichtum vergrößert haben, während andere Menschen sich gekillt haben, weil die eingesperrt wurden und ihre Existenz verloren haben. Das ist eine faire Welt, würde ich sagen, an der Stelle. Haben
dankenswerterweise, die anderen haben es gar nicht gemacht, haben es dargestellt. Also bis zu 50-70% der abgerechneten Covid-Diagnosen hatten keine begleitenden Atemwegserkrankungen. Ja, das waren Herzinfarkte, das waren Schlaganfälle, das waren Knochenbrüche. Das war alles bekannt. Und das hat man auch die Krankenhausfunktionäre gefragt und die Intensivmediziner. Also die Helios-Kliniken haben gezeigt, wie das geht. Ganz einfach, sie nehmen die Abrechnungsdiagnosen und schauen, ob dieser Patient, bevor sie ihn melden als Covid, eigentlich eine Atemwegserkrankung hat. Ganz einfach. Schauen Sie mal, was Herr Morell, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, in der öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Bundestags dazu gesagt hat. Man muss es einfach sagen, es ist halt so. Diese kritischen Fragen im Parlament haben nur die AfD-Abgeordneten gestellt. Ist so. Ich kann mich erinnern an die Zeit, wo Corona in der Peakphase war, beziehungsweise, nee, war schon ein bisschen Nachklang, so 2021 oder so. Da habe ich mit Laura mir noch eine Rede von einer aus der AfD zu hin und her geschickt und das war die einzige, die die Wahrheit gesagt hat und das ist ja auch so beängstigend, dass die natürlich ihre Stimmen damit holen, dass sie einfach die einzige Partei sind, die das aussprechen, was ein Großteil vom Volk denkt und deswegen ist es auch so, dass die halt extreme Umfragewerte haben. Prozentpunkte immer mehr steigen und immer mehr Leute auch die AfD wählen. Selbst Leute mit Migrationshintergrund und so. Das liegt genau daran, Alter. Die wissen noch genau, was die tun, meine lieben Freunde. Muss man so sagen, wie es ist. Wie immer. Das wahre Gesicht von denen wird man erst sehen, wenn die an der Macht sind. So. Ich kann es nicht prophezeien. Ich bin auch nur ein Mensch, Digga. Ich kann nur darüber nachdenken und gucken und sehen und denken, was ich denke. So. Weißt du? Meine persönliche eigene Prognose kann ich abgeben. Aber ich kann natürlich nicht sagen, was kommen wird. Das Einzige, was ich weiß, ist halt, dass die in der Vergangenheit, was sehr viele Leute vergessen haben, sehr viele gerade fremdenfeindliche Geschichten erzählt haben und auch richtig heftige fremdenfeindliche Geschichten. Und das ist halt eine Sache, die mir als jemand, der eine andere Hautfarbe hat als der Normaldeutsche, auf jeden Fall dann auch ein bisschen Angst macht. So, ne? Zu der AfD steht... Wir verdanken es ihr, dass wir diese Aussagen haben. Die sind offiziell und die werden später auch justiziabel irgendwann mal sein. Ob es die Leute noch erreicht, weiß ich nicht. Aber irgendwann wird das, juristisch bewertet werden. AfD wird uns retten. Es gibt echt Leute, die denken, AfD ist Gott. Also so gehen die Leute teilweise ab, Alter. Ich verstehe, wenn ihr... Also Leute suchen ja immer händeringend nach Hoffnung. So, und ich verstehe, wenn ihr das seht und denkt, oh, das ist die Hoffnung und so. Aber seid euch nicht zu sicher. Weißt du, wie ich meine? So, man muss allem gegenüber skeptisch. Ich kann es verstehen und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass viele Leute das denken, aber ich will nur dazu anregen, dass man immer bei allem vorsichtig sein muss und keine Menschen oder Parteien so anhimmeln sollte, als ob sie Gott wären. Morell sagt, ich lese mal vor, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also erstens kann man sagen, nach 2 Jahren, da müssen wir uns die ganzen 2 Jahre angucken, wann sollten wir wie was erfassen? Und ich gebe die Frage zurück, wie wollen Sie das ganz genau messerscharf trennen, ob einer wegen Covid oder mit Covid und so weiter ins Krankenhaus kommt. Derzeit werden grob schon Dinge erfasst, aber natürlich nicht von Anfang an, nicht innerhalb der ersten 2 Jahre. Das ist das Einfachste von der Welt. Sie machen ein Kreuzchen, Atemwegssymptome oder nicht. Das ist alles. Und crazy. Gernot Marx von der Gesellschaft, die finde ich, mit am meisten Verantwortung für das Desaster trägt, die DIVI, die Lobby für die Intensivmedizin. Insbesondere im Bereich der Intensivmedizin kann man nicht unterscheiden, ob ein Patient mit oder wegen Corona eingeliefert ist, weil Covid-19 immer erstmal einen erhöhten Aufwand bedeutet für die betreuenden Ärztinnen und Pflegekräfte. Ärztinnen, na Mann? Also das gesamte Team und zweitens Covid-19 immer ein auch aufs Leben bedeutsamer Faktor ist und deswegen kann man hier... Hä? Das ist so irgendwie das Niveau von Kobold und Netz ist der Speicher und es gibt keine Insolvenzen. Das ist eine Verdummung. Und er vermischt hier natürlich was. Gehe ich nachher gleich drauf ein. Er vermischt was. Nämlich die Pflegekräfte, die waren am Limit. Ja? Also speziell die Intensivmediziner haben große Schuld auf sich geladen, weil sie haben ständig Panik geschürt, obwohl sie wussten, dass die Intensivabteilungen leer stehen. Ja, es gab
konzentrierte Intensivabteilung, wo auch mal Überbelegung war. Das ist normal. Das kenne ich als Notarzt. Ja, weil die schon immer unterbesetzt waren, weißt du, wie ich meine? Immer schon in der Vergangenheit von Deutschland, komischerweise. Da kein richtiges Geld reingepumpt wurde, dass da genug Leute und genug Betten am Start sind. So. Ne? Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun gehabt. Und das ist ja so ein Skandal, Digga, dass uns so eingetrichtert wurde, dass die... Also man hat das Gefühl gehabt, wenn man nur die Mainstream-Medien konsumiert hat zu der Zeit, dass gerade überall an jeder Ecke Menschen sterben und dass vor den Krankenhäusern Schlangen sind und die Leichen sich vor den Krankenhäusern stapeln und dass man nicht mal mehr laufen kann, weil so viele Leichen da rumliegen. Und dieses Gefühl hat man gehabt. Und das müsst ihr selber eingestehen, auch die Leute, die eventuell noch immer noch sagen, ey, das war doch gerechtfertigt und so. Man muss das sich selbst eingestehen und man muss da nochmal hinschauen. Guckt euch die alten Berichte nochmal an, wie heftig Angst geschürt wurde bei den Menschen. Das war ein extremes Level, extrem. Ja, sie müssen, ich habe teilweise 3 Kliniken anrufen müssen, war der Helikopter schon unterwegs, wer den Patient aufnehmen kann. Wenn wir für alle Eventualitäten Intensivbetten vorhalten, das können wir gar nicht bezahlen. Und wir haben in Deutschland doppelt so viel Intensivbetten pro Bürger wie zum Beispiel die Schweiz. Ich kenne keinen Intensivnotstand in der Schweiz. So. Jetzt, wer liegt auf Intensiv? Anderes Thema, wäre ein eigener Vortrag, was da alles läuft. Dennoch haben die einfach Panik geschürt. Unverschämt. Ob Janssen, Marx, wie sie alle heißen. Ja, einfach so. Ja, Marx Lage in Krankenhäusern sehr angespannt. Ja, Auslastung sei ungewöhnlich hoch für den Sommer. Schauen Sie sich die Zahlen an, sind sie niedriger wie in den Vorjahren. Die lügen. Die haben gelogen. Und dann wird es erklärt, ja, okay, vielleicht Covid, aber die Hygienemaßnahmen sind so belastend. 3-mal an- und ausziehen und bei jeder Bettschüssel, jedem Frühstücktablett bringen, muss ich und so. Ja, das ist belastend. Ist aber selber gemacht. Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Und diese Belastung der Pflegekräfte, die ist doch uralt. Das stammt von 2015. Das Problem ist uralt. Und das ist nämlich das Thema so. Wurde sich nie richtig drum gekümmert. Die Regierung hat immer links liegen lassen. Also damit jetzt zu kommen und diese Irreführung bezüglich der Covid-Patienten zu rechtfertigen, ist schon ein starkes Stück. Und dann haben wir immer diese Kurven gesehen. Alles ist voll. Dass im Winter eine Atemwegserkrankung von der Belegung hochgeht, ist doch normal. Aber jetzt schauen Sie mal die gleiche Kurve an. Jetzt zeige ich Ihnen. Also ich bin mir sicher, das hätte man neutraler berichtet, hätten wir auch eine ganz andere Impfquote gehabt zum Beispiel. Und die untere Kurve ist diese Kurve. Und oben sind die Betten und dann die belegten Betten. Das war nie ein Notstand. Es kann mal eng werden, aber es waren immer, das steht auch im Leibniz-Report so drin, es waren immer genügend freie Betten in anderen Häusern da. Es war nie ein Problem. Teilweise standen die wirklich leer. Und was jetzt hier noch interessant ist, wenn Sie mal hier gucken, und zwar oben die oberste Kurve. Also erstmal ist interessant, dass wir eigentlich durchgängig 20.000 Intensivpatienten haben, egal was war, 3 Jahre lang. Es geht um Abrechnung, ich muss das handeln. Hatti sagt gerade, was wäre wohl los gewesen, hätten wir alle Vitamin D genommen und unsere Thymusdrüsen aktiviert. Also so komplett gesellschaftlich gesehen, ja, würden wir mehr über unseren Körper auch wissen, ne? Und wie viel Power wir eigentlich haben, uns auch selbst zu heilen und so. Aber es ist ja schon alleine so, dass wenn man einem Menschen Angst macht, ne, wenn ein Mensch zu Hause sitzt und Angst hat, dass das schon das Risiko von Krankheiten erhöht. Und das müssten eigentlich Leute wie Politiker oder Ärzte, Wissenschaftler, auch Medien und so müssten das eigentlich wissen. Dann frage ich mich, wieso macht ihr den Menschen so viel Angst? Wenn ihr wisst, dass wenn Menschen Angst haben, dass das Immunsystem geschwächt ist und dass sie anfälliger sind für Krankheiten. Frage ich mich einfach mal so. Ich die Betten belege. Die meisten davon brauchen keine Intensivbehandlung, aber egal. Aber schauen Sie sich mal, hier geht die oberste Kurve in dem Zeitraum, geht die runter. Da ist so eine Rampe runter. Plötzlich sind etwa 5.000 Intensivbetten verschwunden. Waren weg. Und das in der Zeit, als die Regierung den Krankenhäusern 600 Millionen gegeben hat zum Aufbau von Intensivbetten.
Ach du Scheiße. What the fuck? In der Zeit sind 5000 Betten abgebaut worden. Wie kann das sein? Ja, das hat Tom Lausen schön erklärt, aber dann später... Genau 2020, Digi. Schrappe hier. Boah, die Widersprüche häufen sich, meine lieben Freunde. Es stinkt zum Himmel. Das war nämlich die Änderung nämlich der Abrechnungsmodalitäten. Es war so gewesen, dass sie konnten jedes leere Bett im Krankenhaus in der Covid-Zeit abrechnen. Sie haben Geld für leere Betten bekommen, für das Vorhalten von leeren Betten. Krass, Digga. Das ist ein Geldthema wahrscheinlich. Da wurde auch Krankenhäuser, wurde Geld hin und her geschoben, Bro. Samt Krankenhaus. Conspiracy it in man, Alter. Aber ab dem Zeitpunkt nur, wenn ihre Intensivabteilung zu 75% ausgelastet war. So, jetzt haben sie, sind ein Krankenhaus mit 400 Betten. Sie haben 100 Betten leer. Sie haben eine Intensivabteilung mit 20 Betten. Und da liegen 14 Patienten drin. Pech gehabt. Sie können die, habe ich vorhin gesagt, 40 oder 100 leeren Betten nicht abrechnen. Also wird ein freies Bett in den Keller geschoben, virtuell. Und 19 gemeldet. Krass. Haben Sie die 75%. Das ist da passiert. Das ist Abrechnungsbetrug. Und die Heftig. Sieht man auch das Problem der Privatisierung der Krankenhäuser. Auch die öffentlichen Krankenhäuser müssen ja zahlen, müssen ja rentabel sein. Ja, die Cash rules everything around me. Während dann nach Businessplan, nicht mehr nach Gemeinwohl. Das war den Krankenhausleitungen egal, dass sie damit Panik schüren. Sie werden ja auch daran gemessen nach den Bilanzen. Also so sind die Systeme, greifen ineinander und potenzieren den Schaden. Schauen das ist krank, Bro, ich schwör's dir, Alter. Gutes Video, guter Vortrag, ne? Wo kann man sich den Vortrag denn... wo kann man sich den denn ganz reinziehen, Digi? Ich glaube, das ist insgesamt ein nicer Vortrag, ne? Geile Geschichte auf jeden Fall. Liebe geht raus an den Gunther, heißt er, ne? Gunther Frank, Dr. Gunther Frank. Der saß auch ein, zweimal bei... stimmt, Alter, auf den haben wir schon reagiert. Der saß auch ein, zweimal bei der Bild-Zeitung zu Gast auch. Ja? YouTube, eure Gedanken zu dem Video unten in die Kommentare rein. Ja, Mann, Alter, wir sehen uns im nächsten Video. Liebe geht raus. Gang.